Patrick Löffler spielt im Garten mit seinem Hund. Für den 36-Jährigen ist das nicht selbstverständlich, denn er leidet an einem sogenannten Lymphödem. Wenige Wochen vorher waren ihm in einer Spezialklinik sage und schreibe 70 Liter Lymphflüssigkeit aus den Beinen entfernt worden. 70 Liter in den Beinen, das hat massive Probleme vom ganzen Herz-Kreislauf-System her. Und dann ist wirklich, da sitzt man wirklich nur noch da, kann sich nicht mehr bewegen, ist kurz vorm Pflegefall. Bei dieser Krankheit kann Flüssigkeit im Gewebe durch das Lymphsystem nicht mehr abtransportiert werden. Grotesk. Patrick Löffler musste die lebenswichtige Behandlung aus eigener Tasche bezahlen. Wie es dazu kam, ist kaum zu glauben. Rückblick. Im vergangenen Sommer besuchten wir Patrick Löffler in der Feldberg-Klinik im Schwarzwald. Als wir ankamen, hatten ihm die Experten hier bereits eine erhebliche Linderung seiner Beschwerden verschafft. Wir haben hier durch die Therapie bis jetzt über 40 Kilo reine Flüssigkeit reduzieren können. Bei dieser Therapie werden die Patienten in spezieller Weise massiert und bandagiert. Patrick Löffler hat zu diesem Zeitpunkt bereits 40 Liter weniger an Lymphflüssigkeit in den Beinen und kann bereits wieder laufen, was vorher fast unmöglich war. Die Fachärzte dieser Reha-Klinik halten die Art der Behandlung für unumgänglich. Wenn wir Herrn Löffler zweimal im Jahr hier stationär behandeln, dann haben wir die Chance, auch eine Erwerbsunfähigkeit abzuwenden. Wenn wir das nicht tun, dann wird er irgendwann ein Pflegefall sein. Arbeitsunfähig, erwerbsunfähig und Pflegefall. Und natürlich drohen Komplikationen, wie zum Beispiel bei Unbeweglichkeit tiefe Venenthrombosen, die natürlich über eine Lungenembolie auch zum Tode führen können. Wie kommt es zu all dem? Zunächst, es war Patrick Löfflers Krankenkasse, die Barmer, die ihn auf diesen Weg geschickt hat. Denn im Januar 2016 war Patrick Löffler mit lebensgefährlichen Herzproblemen in eine Klinik eingeliefert worden. Es folgten Monate der Arbeitsunfähigkeit. Im Oktober 2016 dann schrieb die Barmer ihrem Versicherten einen Brief. Darin hieß es: Nach einem uns vorliegenden Gutachten ist Ihre Erwerbsfähigkeit erheblich gefährdet bzw. gemindert. Dies bedauern wir sehr. Wir möchten Ihnen deshalb helfen. Eine medizinische Rehabilitationsmaßnahme ist jetzt der beste Weg, Ihre gesundheitlichen und finanziellen Interessen zu sichern. Das erwähnte Gutachten hatte die Barmer selbst in Auftrag gegeben, beim medizinischen Dienst der Krankenkassen, dem MDK. Der hatte daraufhin Patrick Löffler aufgefordert, zur Untersuchung zu kommen. Das jedoch war nicht möglich, wie Dr. Gerion Dennebaum, Löfflers behandelnder Arzt, Kasse und auch MDK schriftlich mitteilte. Der Patient sei immobil und schwerst krank, schrieb der Arzt. Er saß auf dem Sofa, weil er sich kaum bewegen kann, weil er nur so Luft bekommen konnte. Und er war einfach so schlecht mobil, dass er dann zu der Untersuchung, wo er hätte hingehen sollen, einfach nicht konnte. Aber die Notwendigkeit nochmal der stationären Behandlung, die war klar gegeben. Und deshalb hatte ich gebeten, dass er halt vor Ort gesehen wird. Was man aber nicht gemacht hat. Das ist nicht erfolgt. Der MDK kommt also nicht zu Patrick Löffler nach Hause. Man schaut ihn nicht persönlich an. Stattdessen entsteht ein Gutachten nach Aktenlage. Doch trotzdem ist dieses Gutachten völlig eindeutig. Denn dort ist zu lesen, der Patient sei schwerst krank. Er hat bei geringster Belastung Luftnot. Es besteht ein Zustand nach kardialer Dekompensation. Wir zeigen die Unterlagen dem Sozialrechtler Professor Ingo Heberlein. Er konstatiert ein klares Versagen der Kasse, denn sie hätte Löffler nicht in Richtung Reha schicken dürfen. Aus diesem Gutachten zur Arbeitsunfähigkeit ergab sich zum einen, dass der Patient weiterhin arbeitsunfähig ist. Zum anderen ergab sich daraus aber auch, dass er schwer krank ist. Das heißt, die Kasse hätte hier sehen müssen, der Mann muss akut behandelt werden. Die Kasse hätte genau das nicht nur sehen müssen, sondern sie hätte darauf vor allem reagieren müssen. Und zwar so, dass sie den Mann berät und sagt, die und die Behandlungen stationär womöglich sind erforderlich, haben die schon stattgefunden und die Krankenkasse ist dann auch verpflichtet, geeignete Behandlungsmöglichkeiten nachzuweisen.
Nur, die Kasse hatte ja geschrieben, Löffler solle einen Reha-Antrag stellen. Für den ist die Rentenversicherung zuständig und die lehnt ab. Begründung, was Patrick Löffler brauche, sei nicht Reha, sondern eine akute Behandlung. Zuständig dafür die Krankenkasse. Die Rentenversicherung dagegen will Patrick Löffler gleich vollends in Rente schicken. Das Perfide dabei, genau das hat man beim medizinischen Dienst der Krankenkasse bereits vorausgesehen. Denn in dem MDK-Gutachten ist zu lesen, Zitat, der Rentenversicherungsträger kann den erneuten Reha-Antrag in einen Antrag auf Erwerbsminderungsrente umdeuten. Was bedeutet, die dringend nötige Behandlung erfolgt nicht. Für Professor Heberlein ist damit klar, worum es der Kasse tatsächlich ging mit ihrem Vorschlag eines Reha-Antrags. Der große Charme dieses Weges ist für die Krankenkasse einfach der, wenn der Antrag auf Reha-Leistungen beim Rentenversicherungsträger abgelehnt wird, dann wird er umgedeutet in einen Antrag auf Rente und damit hat ihn die Krankenkasse los. Sie braucht ihm kein Krankengeld mehr zu bezahlen. Und da bei den Krankenkassen Kostenmanagement stattfindet, ist das natürlich aus deren Sicht ein außerordentlich reizvoller Weg. Die haben ein großes Interesse daran, Versicherte auf diesen Weg zu bringen. Die Kasse weist den Vorwurf zurück. In ähnlichen Fällen hätte eine Reha oft geholfen. Und weiter heißt es, Zitat, wenn ein Reha-Antrag in einen Antrag auf Erwerbsminderungsrente umgedeutet wird, bedeutet das für die Betroffenen zumindest eine finanzielle Absicherung nach dem Ende der Krankengeldzahlungen. Nur viel wichtiger war, dass der Patient behandelt wird. Patrick Löffler ist von all dem entsetzt. Für mich hört sich das an wie, mustert den Menschen aus, den kriegt man nämlich auf die Bahn, ja, ab aufs Abstellgleis. Das kann es ja nicht sein, Rente, ja. Das kann es ja nicht sein, vor allen Dingen, wenn mich jetzt einfach nur die Rente schieben würde, dadurch wäre ja nicht die Krankheit weg. Die würde dann dennoch weiterhin bestehen und schlimmer werden. Ja. Weil Patrick Löffler leben wollte, hat er seine Behandlung in der Fachklinik selbst bezahlt. Das Geld dafür hat er bislang nicht zurückbekommen. Hätte er auf seine Kasse gehört, dann wäre er heute wohl ein unbeweglicher, in seiner Wohnung eingesperrter Rentner. Oder tot.